Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. So, wir machen weiter mit den Republik-Schlachtmissionen. Florum. Die mächtigen Jedi-Ritter Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi befinden sich auf Florum und suchen nach einem Weg in eine Rettungskapsel zu fliehen. Jedoch hat Graf Dooku sie aufgespürt und ist fest entschlossen, seine alten Widersacher zu besiegen, bevor sie entkommen können. Ja, das schafft er nicht. Oh, ein Schuss noch. Ach, verdammt. Eben nicht. Hör auf dich zu heilen. Du, was stand da eben nochmal? Toll, bin vergesslich. So. Speeder. Wo ist ein Speeder? Hier ist ein Speeder. So. Einmal kurz was nachzählen. Eins. Wenn ich das jetzt baue. Dann. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann sollte die eine dort, glaube ich, frei sein. Okay. Ey, mein Speeder, wo ist der? Ich glaube, der wurde zerstört. Und hier kommt gerade alles an, was die hier an Gegnern haben. Ja, ganz genau. Wie ist das jetzt passiert? Ich kann keine Kaserne bauen. Gut, dann bebaue ich das mal damit. Dann überspringen wir die Basen mit dem Schildgenerator. Mit dem Schildgenerator. Ah, da ist Gold. Toll. Naja. Wo schießt die Kanone hin? So, danke. Nein, ja, das ist Gold. Das ist schlecht. Du bist Gold. Und die Kanone dort hinten noch. Das zerstöre ich auch mal kurz, wenn ich schon hier bin. Und das hier auch. So, gleich zerstört. So, und die Kanone noch. Gut, dann brauche ich wieder einen Speeder.
Hier unten ist einer gespawnt und hat nebenbei alles zerstört. Oh toll, jetzt schütze ich das ja. Ja, egal. Das muss ja eh nur noch dieses Teil. Es muss ja eh nur diese Basis noch frei gemacht werden. Oder auch nicht. Hier unten muss doch noch. Ich bin doch. Toll. Naja, gut, das schaffe ich jetzt trotzdem. Ich habe Torpedos. Ja, ich schütze sogar die Rettungskapsel. Oh, das geht ja nicht mal. Das geht einfach durch. Toll. Naja, wir heben ab. Nummer 106. Es fehlt nicht mehr viel. So. Geonosis als nächstes mit dem Speeder. Geonosis. Oder Geonosis. Commander Cody und Jedi Ki Adimundi werden auf Geonosis von Separatisten bedrängt. In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen sie ihre Position auszubauen, um in einer Rettungskapsel die Flucht antreten zu können. Warum? Na egal. Das sollte relativ schnell gehen. Die ganzen Basen sind so wenig bebaut. Weg hier, nicht da drunter stehen. Das zerstört den Speeder. Und das wäre nicht so gut. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier das Richtige gebaut. Nee, habe ich nicht. Natürlich nicht. War ja klar. Nun so. Okay, hier wusste ich's doch. Hier ist eine frei. So, und der Torpedogenerator. Oh, da ist ja sogar noch eine frei. Dann nehmen wir die doch mal. Oh, was ist das? Stadtbrunnen? Ich wusste gar nicht mehr, dass es so einen gibt. Aber so wie es aussieht, gibt es einen Stadtbrunnen. Der 100er Stats. Ausspuckt.
könnte man jetzt lange rumlaufen und viel Geld machen. Ich glaube, das habe ich sogar früher auch gemacht. Aber naja. Das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Geld haben wir genug. Wir wollen die 100%. Wäre das ein goldener Steinbrunnen, dann würde ich da noch ein paar Stunden stehen bleiben. So, 107 goldene Steine. Und nächstes. Hier blinken, glaube ich, nur noch drei Sachen. Ja, nur noch drei Sachen. Rugosa hier als nächstes. Vielleicht schaffen wir sogar noch alle drei in diesem Part. Rugosa. Die Klonkrieger Thayer und Jack befinden sich auf Rugosa, wo sie versuchen, die Separatisten-Streitkräfte zu schwächen. Jedoch wartet Asajj Ventress auf sie. Die niederträchtige Sith-Attentäterin wird sie die Symbole der Macht der Separatisten, die Statuen von General Grievous, nicht ohne Widerstand zerstören lassen. Drei Statuen, zwei mit dem Schildgenerator geschützt. Ich fahre gerade an allen vorbei. Ja, natürlich. Wo ist denn das Speeder hin? So. Und die beiden Statuen erstmal zerstören. Und dann noch die normale. Und noch die goldene. Der Spürspinnendruide kann dann sogar gerne mal stehen bleiben. Den brauche ich gleich. Au, danke. So. Hey, wo ist denn der jetzt hin? Den brauche ich. Hier unten ist er irgendwo, oder? Ja, hier. Na toll, aber hab ihn noch zerstört. Und die Republik gewinnt. Nummer 108, goldener Stein. Malastare. Malastare. Mace Windu wird von Commander Ponce im Versuch, die Statuen von General Grievous auf Malastare zu zerstören, unterstützt. Die Zerstörung dieser Wahrzeichen des Bösen wird eine tiefe symbolische Resonanz finden. Doch Graf Dooku und Asajj Ventress bilden einen Teil der Separatisten-Streitkräfte und werden nicht ohne Kampf nachgeben. Okay, die goldene Statue ist natürlich direkt hier am Anfang. Ach, das ist doch hier. Das ist mir, ja, das ist hier viel zu stark geschützt. Viel zu stark geschützt.
Aber ist gut geschützt. Das kann ich ja sagen. Ist ja wahr. Leider. So, den Schildgenerator, mit dem bemühe ich mich jetzt gar nicht erst ab. Sondern ich gehe direkt auf den Strahlenschildgenerator. So, und das war es schon mal mit der goldenen. Und direkt wieder auf den Strahlenschildgenerator. Und zum letzten. Okay, nicht dagegen fahren. Toll. Toll, toll, ganz toll. Jetzt bin ich doch dagegen gefahren. Natürlich ist das letzte am besten geschützt. So, und zerstört. Wie, der ist auch Gold. Natürlich ist er auch Gold. Und zerstört. Und hier auch den Schildgenerator ignorieren, sondern direkt, und zwar direkt auf die Grievous-Statue gehen. Also das mache ich jetzt. Und zerstört und gewonnen. Und noch ein Planet übrig. Und der übrige Planet oder das übrig gebliebene System ist, weiß ich nicht. Ryleth. Ich guck noch mal kurz rum. Aber ich sehe hier nichts mehr blinken. Gut, dann Ryleth. Letzte Schlacht. Ryleth. Als Separatistenanführer Watte Tambor versucht, Ryleth wieder einzunehmen, machen sich Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi auf den Weg, ihn aufzuhalten. Wenn sie die Separatistenbasen nicht zerstören können, wird die Twi'lek-Heimatwelt für die Republik verloren sein. Okay, nirgendwo ist ein Schildgenerator. Okay, gut. Ein Schildgenerator von den Gegnern ist da auf jeden Fall doch. Okay, auf jeden Fall in der letzten Schlacht nochmal alles zerstören. Die Republik hat zwei Basen auf jeder Seite. Danke. Oh, ich merke jetzt erst, man hat keinen Kern. Okay, toll. Ich wollte sonst einen Torpedo bauen, aber das geht nicht. Leider. Dann hoffe ich mal, dass er nichts Goldenes ist. Oder dass er zumindest an einem Spürspinnen-Droide rumläuft.
So, die erste Seite ist auf jeden Fall komplett zerstört. Und dann rüber. Wer läuft hier rum? Achso, der. Okay, warum kann ich nicht reden? Hier scheint nichts Goldenes zu sein. So, toll. Ganz toll. Ich brauche einen neuen Speeder. Ich bin während der Panzer gefahren ist, bin ich auf den raufgesprungen. Das hier, die Kanone. Ja, natürlich. So, neuer Speeder. Neuer Speeder. Brauche ich, habe ich. Und dann bleibe ich kurz hier so stehen. Und ich treffe das da vorne nicht auch toll. Jetzt aber. Und die letzte und schwierigste Basis ist auch egal. Und auch die letzte. Ja, schön, dass ihr beide abhaut. Ihr macht es mir damit nur einfacher, alles hier zu zerstören. Und die Republik gewinnt ein letztes Mal. Goldener Stein Nummer 110. Nummer 110. Weiter. Gut, damit sind alle Schlachten abgeschlossen. So, bei Charaktere fehlt ja noch ein Charakter. Wer das ist, weiß ich gerade nicht, aber den wird man dann bestimmt bekommen, wenn man vielleicht bei den Kopfkultiger-Missionen oder so, werden wir ja noch sehen. Gut, aber hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.